Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Seele Luana. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Tina und ich bringe euch heute das Monatsorakel für den Oktober. Heute ist der 1. Oktober, ganz passend lege ich dann los mit den Prognosen und Tendenzen für den Monat Oktober. Und ich lege mit meinen Lenormand-Karten, der blauen Eule, Entschuldigung, und nochmal ganz, ganz kurz erklärt für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind. Solltest du eine Frau sein, bist du hier in meinem Kartenblatt die 29 und die 28 ist dein Partner oder Wunschpartner. Solltest du lesbisch sein, dann ist das deine Partnerin oder Wunschpartnerin. Solltest du ein Mann sein, der hier zuschaut, ist das deine Wunschpartnerin, deine Partnerin oder eben halt auch das Pendant zum homosexuellen Mann wäre das dann dein Partner, ja, dein Partner, dein Partner. Auch nicht schlecht, dann wäre es dein Partner. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich freue mich im Übrigen ganz besonders, dass ich wieder neue Abonnenten auf meinem Kanal finden kann. Darüber freue ich mich halt jedes Mal und deswegen möchte ich es auch gerne immer wieder mal erwähnen. Das kann sein, ich habe momentan einen Gasthund zu Besuch, das ist der Kalle. Und ich weiß nicht, wie ruhig er jetzt über das Video sein wird. Möglich, dass er sich, wenn er irgendwas hört, hier sich kurz zu Wort meldet. Mal schauen, ne? Momentan liegt er da eigentlich ganz brav und schlummert da noch so vor sich hin. Aber wollte ich ihm halt nur vorab erwähnt haben. Zum Ende des Videos ziehe ich euch eine Botschaft aus dem Kartendeck Das Geheimnis des Herzmagneten von Rüdiger Schacher. Und da war mir eben halt danach, ich gehe immer so nach meinem Impuls und meinem Gefühl und mal schauen, was ich da nochmal als Botschaft für uns zeigen darf. Ja, ich lege dann halt auch direkt los. Ich glaube, ich muss noch mal eben einen Schluck trinken. Merkt ihr schon, ich habe einen Frosch im Hals. So, dann lege ich mal los. Ach, eins wollte ich noch sagen. Genau. Ich hatte im September eine Messe und auf dieser Messe hat mich jemand an meinem Tisch besucht, die halt auch meine Videos schaut. Und hat mir eben halt da so ein Feedback gegeben zu meinen Videos. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und wer mich auch mal live erleben möchte, jetzt am 7. Oktober habe ich wieder eine Messe. Schaut doch da bitte auf meine Homepage. Da steht die genaue Adresse, mein Stand, wo ihr mich finden könnt. Ne? Wer also mal Lust hat, mich hier live zu erleben, mich mal in Gänze ganz zu sehen, nicht nur hier meine Hände und einen Teil meines Oberkörpers, sondern eben halt mich mal live erleben mag, der kann mich ja gerne auf meine Messe besuchen. So, das wollte ich noch sagen. So, jetzt lege ich los für die Prognosen und Tendenzen für viele von uns, für das Kollektiv, was ich hier im Oktober zeigen darf. So, eins, zwei, schauen, ja, alles drauf. So, die Damen von euch sind schon hier an letzter Position ins Kartenblatt gekommen, im Haus der Blumen, schauen in den Berg, haben also hier irgendwie eine Hürde zu nehmen, wo sie noch nicht so richtig wissen, wie sie diese Hürde anzugehen können, wie sie die angehen können. Hierhinter liegt dann die Entscheidung, wenn sie dann den Berg sozusagen bestiegen haben. Ne? Jetzt ist das ja die unzulängliche Seite des Berges und das eher so die zugänglichere Seite des Berges. Also schaut ihr eben halt hier hinein, wie gesagt, wo ihr noch wohl stark überlegen werdet, wie kann ich denn diese Hürde jetzt nehmen? Ne? Also das ist erstmal mein Erstimpuls zu dem, wo die Frauen liegen.
Das Kartenblatt geht hier halt auch mit Plötzlichkeiten los. Wenn die Sense hier zu Beginn liegt, halt auch im Reiter, bedeutet das immer, da kommt jetzt ganz schnell plötzlich etwas in Bewegung, was hier das undurchsichtige Nebulöse wird dann durchschnitten, ja. Also es wird wieder klare Sicht kommen und auch hier mit dem Schlüssel und dem Anker, dass man das, wenn dann klarere Sicht da ist, man wieder halt auch in die Festigung, die innere Festigung, innere Stabilität auch kommt. Der Fokus bei vielen, ich habe ja noch nicht alles ausgelegt, wie ihr seht, liegt auf Eigenverantwortung, auf den Themen Turm, Eigenverantwortung, Grenzen setzen, Trennungen, vielleicht halt aber auch Schutz und sich eingeengt fühlen, kommt mir halt auch hier, weil hier sich halt auch direkt die Eulen dabei liegen. Und in der Verbindung es für mich so zu sehen ist, dass man quasi aus dieser Enge herauskommen darf, ja. Aber ich gucke erstmal weiter, weil momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, die Eulen im Wolken, das ist schon ein ganz schönes Chaos, was da zurzeit da ist, ne? Da sind die Männer, die legen sich im Haus des Turmes. Mal hier. So, ich lege jetzt erstmal komplett aus. Es gibt ja halt auch noch weitere Personenkarten in meinem Kartenblatt. Das ist einmal der Bär für eine weitere männliche Person und die Schlange für eine weitere weiblichere Person. Die haben auch ihre Eigenschaften. Und manchmal ist es halt auch so, dass ich eben halt, auch wenn es Personen sind, die sich nicht als Person im Kartenblatt zeigen. Also da spüre ich aber auch gleich mal hinein. Bei dem Bär nehme ich hier schon eine andere männliche Person wahr. Bei der Schlange muss ich mal schauen, da spüre ich noch gleich mal genauer hinein. Im Moment nehme ich sie noch nicht so wahr als weibliche Person. Das nur mal erstmal so zu Beginn. Ja. Also, ihr habt hier eine Hürde zu nehmen und ihr wisst noch nicht wie. Und der Berg legt sich halt auch ins Haus des Sarges. Also ist das schon irgendwo so ein Problem oder eine Verhärtung, so will ich das mal sagen, dass hier mit dem Sarg auch zum einen halt auf eine andere Stufe gebracht werden möchte, aber zum anderen nehme ich halt auch wahr, der Sarg, der ist ja halt auch etwas Tiefgründiges, etwas, was tief in einem selber verborgen ist und jetzt sozusagen zum Vorschein kommen kann durch ein plötzliches Ereignis, was sich hier als zu Beginn des Kartenblattes gelegt hat, ja. Ich bleibe jetzt erstmal bei den Frauen, wenn ich jetzt halt weiterschaue, wo sich eben halt der Sarg hinlegt. Und das könnte sich dann hier eben halt dann schon erschlüsseln, um welche Hürde es da geht. Oder Herausforderung. Der Berg ist eben halt auch die Herausforderung. Und da sehe ich dann schon, der Sarg legt sich eben halt auch hier im Haus des Ringes. Und da kann es gut sein, dass sich hier irgendwie eine Wiederholung aufzeigen wird im Oktober, wo ihr eben halt ein ganz klares Nein sagen dürft, weil der Sarg spricht halt auch nicht nur ich schaue mir das erstmal an oder so, sondern er sagt eben halt, nein, ich begebe mich nicht nochmals in diesen Kreislauf, ich beende diesen Kreislauf. Ja, ich sag mal, vielleicht auch bei der einen oder anderen, die wird auch sagen, ich beende eine Verbindung. Ja, weil der Ring ja nicht nur vom Kreislauf spricht, sondern eben halt auch von einer Verbindung, Beziehung, Partnerschaft, Ehe. Ja, dass man da eben halt rausgeht, ja, aus diesem Hamsterrad und dann eben halt sagt, nee, ich mache jetzt hier Tabula Rasa, das nochmal in eine bestimmte Runde möchte ich nicht gehen. Wobei ich jetzt hier noch nicht so erkennen kann, um welchen Kreislauf es zum Beispiel eben halt hier gehen kann.
Was ich auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass der Ring sich hier ins Haus des Herrn gelegt hat. Also hat es auf jeden Fall mit dem Partner, Wunschpartner auch zu tun, ja. Wo man eben halt das sagt, was ich gerade gesagt habe, ja. Denn ich sehe halt auch hier über den Sarg und dem Schiff liegen die Mäuse. Die Mäuse sind bei mir eines der Wegweiserkarten in meinen Karten und das heißt, dadurch, dass man eben halt ein striktes oder ein klares Nein sagt, so will ich das mal nennen, kann man ein Auf und Ab beenden. Ein Auf und Ab und hin und her. Und man begibt sich halt auch in einen tiefen Prozess, in eine tiefschürendere Entwicklung, will ich mal sagen, ja. Ich bin ja halt auch eine Beraterin, die eben halt in Anführungsstrichen nicht nur schaut, so unter dem Motto, ja, da kommt jetzt demnächst die Freundin und dann haben wir da einen lustigen Nachmittag, sondern ich versuche halt auch immer den Dingen auf den Grund zu gehen, wieso, weshalb, warum man in einer bestimmten Situation ist und damit die eben halt nicht immer fortlaufend kommen braucht, ne? So, also, das ist ja natürlich schon sehr tiefschürend, was ich hier so sehen kann. Warum das halt auch etwas sein kann, was so in die Tiefe geht. Und ja, wie soll ich das mal ausdrücken? Was in die Tiefe geht und sich angeschaut werden darf, fühle ich dahingehend, weil wenn eine Hauptperson sich hier in die erste Reihe legt, ja, und gerade halt auch noch an dieser Position, das ist immer so ein bisschen für mich die Verkrümelposition, ich gebe nicht so gerne was von mir preis oder ich möchte nicht so viel von mir preisgeben, aber es ist eben halt auch so, ich meine, ihr habt das ganze komplette Kartenblatt vor euch, aber es ist halt auch so, ihr habt auch vieles unter euch, das heißt, entweder verdrängt ihr gewisse Dinge oder sie sind euch eben halt nicht bewusst, weil sie eben halt nicht im Kopf liegen, ne? Also das liegt ja eben halt unter euch, ja. Und deshalb habe ich so das Gefühl, dass das plötzliche Ereignis, was jetzt wirklich schnell auf euch zukommen kann, erstmal etwas bei euch auslösen kann. Ich nehme auch Frust wahr, ja. Der Berg spricht halt auch von Frust. Und wenn dieser Frust da ist, kommt man sozusagen in diesen Kreislauf rein, vielleicht eben halt in einem Kreislauf, den man eben halt auch immer und immer wieder so geht. Und aber jetzt eben halt so der Zeitpunkt da ist, diesen eben halt zu stoppen, so will ich das mal sagen, ja. Noch habt das irgendwie wahrscheinlich noch nicht so ganz greifbar, aber ihr müsst euch vorstellen, mal so bildlich, seid ihr über den Berg, ne, dann habt ihr hier für euch diese Entscheidung und dann ist diese Befreiung beziehungsweise ein Umbruch eben halt auch da, ja. Ich möchte dazu sagen, dass das scheint mir nicht ein ganz so leichtes Unterfangen zu sein. Ich sehe zwar hier halt auch Befreiung und man wird den Fokus halt auch darauf legen, wie gesagt, sich von gewissen Dingen abzugrenzen. Das dupliziert sich halt auch nochmal zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Aber es wird eben halt auch so sein, dass es hier schon an eurem Herzchen nagt, ja. Also hier, ne, wenn die Mäuse an dem Herz knabbern. Das fühlt sich also nicht so toll an, ne? Wichtig wird hier sein, das nehme ich halt auch direkt wahr, weil im Haus des Herzens auch der Fuchs liegt, ja, sich, ja, wie soll ich das mal sagen, sich zu trauen, Mut zu fassen, den Weg des Herzens zu gehen, auch wenn sich das eben halt wirklich auch als große Hürde erstmal anfühlen wird, ist es doch so, dass sich hier auf dieser Seite der Mäuse aber zeigt, dass da für euch eben halt wirklich eine gute Chance liegt, eine Chance auf Veränderung, eine Chance auf Verbesserung und auf eine Chance halt auch auf Heilung, ja. Ich nehme hier halt auch wahr, denn das, was ihr hier unter euch habt, sind die Blumen, das Haus und der Reiter. Hier ist übrigens auch nochmal zu erkennen, dass da ein Ereignis ganz schnell kommen kann. Das ist sogar schicksalhaft bedingt.
habt ihr, wie gesagt, Blumen, Haus und Reiter unter euch. Und da sehe ich doch, ja, da sehe ich Karten. Das Haus spricht halt auch von der Ursprungsfamilie, beziehungsweise, ja, das nehme ich halt auch wahr als, ja, als, ja, ich habe das noch nicht ganz greifbar. Weil das Haus hat viele, viele Aussagen. Um jetzt da die richtige zu tätigen, mag ich vielleicht noch mal einen Augenblick warten. Ich komme da auf jeden Fall zurück. Ich nehme auf jeden Fall Heilung wahr. Der Reiter ist natürlich halt auch sehr fix unterwegs, dass es sein kann, dass ihr eben, was ihr so nicht wisst, vielleicht halt auch übergriffig seid, in gewissen Dingen vielleicht auch zu schnell unterwegs seid. Hier geht es halt auch um Gedanken und Verhalten, was wichtig werden wird. Das einigen von euch noch nicht so ganz bewusst ist. Aber ihr merkt, ich habe es noch nicht so ganz greifbar. Ja, vielleicht komme ich, nicht ich vielleicht, ich komme da bestimmt noch mal drauf zurück, aber ich habe den richtigen Impuls noch nicht da. Wo bleibe ich jetzt mal stehen? Ich bleibe ruhig mal hier in dieser Ecke. Und zwar habe ich nämlich ja halt noch hier einen weiteren Wegweiser liegen. Der liegt direkt neben den Mäusen und das ist das Kleeblatt. Und das bedeutet, das, was in Kürze kommt, liegt unter dem Kleeblatt. Und da liegt die Schlange und das Buch. Und das ist halt auch nochmal so eine Duplikation. Das bedeutet, die Schlange liegt im Buch und das Buch liegt darunter. Und also hier gibt es für mich eine Situation, die eben halt schon mal gewesen ist und wo ihr schon aus der Vergangenheit eure Erfahrungen mitgemacht habt, daraus gelernt habt und das darf jetzt angewendet werden. Und zwar nehme ich hier halt auch mit Sarg und Schlange wahr, eben halt wirklich das Alte, die Haut, die Schlange häutet sich ja halt auch, ja. Und diese Haut der Schlange abzuwerfen, also diese alte Haut der Schlange abzuwerfen, das hat ja dann halt auch nochmal damit zu tun, dass es hier um etwas geht, wo etwas an Kreislauf, an immer wiederkehrenden beendet werden darf. Und das könnt ihr mit Hilfe dem Wissen, was ihr euch in der Vergangenheit, und deswegen schaut ihr womöglich halt auch ins komplette Kartenblatt eben halt hinein, also liegt ja dann da halt auch viel schon hinter euch. Und da liegt das Lernen mit Sicherheit mit drin in dieser Vergangenheit, ja, mit den Erfahrungen und vor allen Dingen aber auch das Lernen, halt auch hier authentisch zu sein, in eure Weiblichkeit zu kommen, in euer Frausein zu kommen. Auch habt ihr halt gelernt, was es heißt, wenn man Dinge in die Länge zieht, beziehungsweise immer wieder Umwege geht, ja. Und das ist eben halt hier wohl gefragt, das jetzt anzuwenden, wirklich so, wie soll ich mal sagen, und jetzt komme ich vielleicht doch hier darauf zu, dass was schon womöglich schon ewig oder immer schon in euch geschlummert hat, eben halt dieses Vernünftige, also nicht, Frauen sind ja überwiegend eben halt so emotional, ja, und jetzt eben halt gefragt ist, dieser andere Teil, dieser männliche Teil, der ja mehr in diese Vernunft geht, halt anzuwenden und ja, und somit eben halt diese Situation des Kreislaufes beenden könnt. Ich hoffe, dass ich das jetzt gut rübergebracht habe, ja. Und da sehe ich eben halt das womöglich mit den Blumen. Es ist ja so, wenn da Frust aufkommt, dann drückt man vielleicht halt auch verschiedene Dinge nicht halt so fröhlich aus, weil man eben nicht so gut drauf ist, ja. Vielleicht heißt es dann auch in der Tat erstmal sich zu besinnen, sich ja, vielleicht erstmal diesen Berg halt auch anzuschauen und ob es da nicht doch irgendwie einen Weg gibt, eine Alternative gibt, welchen Weg du einschlagen kannst. Und zwar auch wohl den Weg des Herzens, aber ein Weg des Herzens kann halt auch ein Nein bedeuten, ne?
Und das habt ihr euch vielleicht halt auch nicht so getraut. Das kann es auch sein. Deswegen verdrängt ihr das so, ne? Dass ihr ihm halt sagt, nee, ich traue mich das nicht. Also gewisse Dinge eben halt auszusprechen oder zu handeln. Und somit habt ihr es dann eher beiseite geschoben, so will ich das mal sagen, ja. Ja, ich schaue jetzt erstmal rüber zu den Männern und mal sehen, was ich da noch so im Kontext sehe. Ihr liegt ja schon ein Stück weit auseinander. Das ist das, was mir auch noch so auffällt. Also viele, viele Karten liegen dazwischen. Bei einigen wird es so sein, dass der Herr, der Mann, sich zurückgezogen hat, vielleicht eben halt auch schon eine ganze Weile sich zurückgezogen hat. Interessant ist es ja nun halt auch, dass auch er, also auch die Männer, eben halt auch hier ins komplette Kartenblatt schauen und also auch irgendwie so nicht preisgeben, was war da jetzt so gewesen vor kurzem oder voll in der weiteren Vergangenheit, gibt er halt auch nicht preis. Er gibt uns aber, oder die Männer geben uns aber wenigstens hier Gedanken preis und auch das, was sie eben halt auch hier verdrängen oder ja, man sagt halt auch mit Füßen tritt oder so nicht wahrhaben wollen und sich nicht anschauen wollen, ne? Ist nicht böse gemeint, alles wertfrei. Das habe ich ja hier bei den Frauen auch so gesagt. Was ich hier gerade sehe, ist, dass der Park sich ins eigene Haus gelegt hat. Ist auch mal eine wichtige Karte, die gesehen werden möchte. Und das spricht ja eben halt auch schon von einem Treffen, von etwas, was verkündet wird, was veröffentlicht wird. Und ja, also. Das bedeutet eben halt, ja, ich muss jetzt gerade erst mal so lachen, weil ich das Bild so vor Augen habe, dass er eben halt die Tür aufmacht, aus dem Turm rauskommt und sich jetzt wieder zeigen wird. Ne? So hatte ich das Bild jetzt hier gerade so vor Augen, deswegen muss ich hier so ein bisschen schmunzeln. Ja? Auch die Sense ist bei mir eine Wegweiserkarte und das heißt, das, was unter der Sense liegt, kommt ganz plötzlich. Also wird sich der Mann oder die Männer werden sich eben halt ganz plötzlich zeigen, ganz plötzlich auf euch zukommen und werden einen Schritt auf euch zugehen. Und das Kind spricht aber eben halt auch von einem Aufschwung, von vielleicht halt auch einem realen Kind, womit sie jetzt hier unter Druck stehen, die Männer. Und dass sie eben halt vielleicht auch nicht so handeln können, wie sie wollen, weil da ja eben halt auch oft Kinder mit im Spiel sind, wenn es hier wirklich um eine Trennung geht, weil hier sehe ich eben halt, also diese Reihe ist eben halt so immer das, was so mit die Überschrift des Kartenblattes ist, beziehungsweise legt man da gerade den Schwerpunkt drauf, ja. Und somit kann es eben halt sein, dass bei dem Mann eben halt wirklich der Schwerpunkt gerade da ist, der Trennung, ja. Und hier liegt ja auch die Auseinandersetzung dabei. Da liegt halt auch das Kreuz im Kind, ja. Und der Mann hat ja hier das Kind im Kopf. Und wie gesagt, da kann es eben halt um ein Kind oder Kinder gehen in Verbindung mit einer Trennung, ja. Oder aber eben halt auch, wie ich gerade schon sagte, um diesen Aufschwung zwischen euch, ja. Jetzt sehe ich halt auch hier, der Ring liegt im Haus des Herrn. Und somit nehme ich da eben halt auch wahr, dass der Herr eben halt auch noch gebunden ist. Also dass es da eben halt noch, ja, eine Partnerin gibt. Oder er sich halt auch an etwas gebunden fühlt. Und das kann in der Tat eben halt auch die Situation sein, dass es da eben halt Kinder gibt, sag ich mal, ja. Und das, diesen Kreislauf, sag ich jetzt mal auch, weil ich den halt auch wahrnehme, ja, wie soll ich mal sagen, den schauen Sie sich irgendwie noch nicht so richtig an.
dem bleiben sie halt auch noch irgendwie ein bisschen, ja, etwas treu, sag ich mal, diesem Kreislauf. Also die Verbindung zu euch bleibt der Mann treu, aber auch eben halt, das in dem Kreislauf irgendwo zu gehen, ja. Ich habe noch nicht so ganz, das Gefühl, was sich hier so abspielen wird. Ich habe das wohl greifbar, so von etwas, wie gesagt, was in eine Wiederholung kommt und was gestoppt werden möchte. Aber ich habe noch nicht so ganz diese Zusammenhänge, nämlich noch nicht so ganz so wahr. Ich habe das irgendwie so wirklich vom Gefühl her, der Mann liegt hier, die Frau liegt da, da liegen ja eine Menge Karten dazwischen. Von erstmal so ein bisschen so ein Gefühl von jeder macht erstmal so sein Ding, obwohl ich schon den Anschein habe, wie ich gerade gesagt habe, dass da wohl Kontakt kommen wird und durch den Kontakt etwas bei jedem ausgelöst wird und dann jeder wieder so für sich schaut, wie gehe ich damit um? Und ich sehe da noch so kein Miteinander irgendwie. Also ich sehe das wirklich noch so, so links und rechts geteilt. So kommt mir das wirklich rüber. Und deswegen, mir fehlt noch so diese Verbindung zu euch fehlt mir. Also ich kann so, wie ich gerade schon begonnen habe, etwas zu euch Frauen sagen. Ich kann auch hier etwas zu den Männern sagen. Ich gucke jetzt gleich nochmal, ob hier der Bär und die Schlange, was die mir noch zu sagen haben hier im Kartenblatt. Aber wisst ihr, was mir fehlt? Also da kommt wohl Kontakt, aber das geht irgendwie so, ich will nicht sagen, nicht weiter, aber ich sehe hier so nichts Fließendes, nichts gemeinsam Vorangehendes. Und das kann daran liegen, dass dann noch in euch selber diese Unstimmigkeit ist, dass man sich womöglich irgendwo hier, das ist ja auch nicht so eine besonders schöne Position. Der Fuchs im Herz und das Herz da drüber, da ist ja wohl eine unheimlich starke Verbindung zwischen euch. Das sehe ich, ja. Aber hier wird sich ja immer noch irgendwie im Herzen belogen. Man geht irgendwo noch nicht diesem Gefühl eben halt nach. So diesem Gefühl, hey, wir gehören noch zusammen. Was jeder kocht hier so sein Süppchen. Dieses Herumschleichen der Gefühle, dieses mit den Sternen und dem Fuchs. Der Fuchs ist ja immer ein unheimlich gutes Indiz dafür, wo man hinschauen darf, ja? Und hinschauen darf man eben halt hier zu den Erkenntnissen. Die Erkenntnis eben halt das, was ihr hier unterdrückt und das, was die Männer unterdrücken. Da wird irgendwie noch herumgeschlichen. Und ich denke, dass das Thema des Herzens und ja, es ist ja immer so dieser Mittelweg zwischen Herz und Verstand, ja. Und wie ich gerade schon mal andeutete, wo ich hier so ins Stocken kam, ja, dass wir Frauen mehr in diese Emotionen gehen und die Männer ja nun halt mehr in den Verstand gehen. Und aha, schaut mal hier, die Lilie hat sich auch noch ins eigene Haus gelegt, also auch eine Karte, die gesehen werden möchte. Und das ist es, das, was ich wahrnehme, dass da jetzt etwas in den Ausgleich kommt. Deswegen liegt ihr rechts, die Männer links. Auch sehr interessant. Rechts die männliche, ist ja die männliche Seite, links ist die weibliche Seite. Und dass das jetzt in den Einklang kommen kann, zwischen männlich und weiblich, das darf jetzt in Harmonie kommen. Das heißt, ihr habt es schon in euch, diesen Weg mehr des Verstandes zu gehen und eben halt dazu sagen, nein,
Denn die Runde gehe ich nicht nochmal. Nein, mache ich nicht. Und aber ihr Männer, ihr euch wohl schon, obwohl ihr hier da mit dem Park und dem Fische ist ja halt auch ein emotionales Zeichen. Fische liegt aber im Berg, das liegt ja da, der Berg liegt ja bei euch. Dass es da euch halt auch noch momentan, sage ich jetzt mal, schwerfallen wird, euch da zu öffnen. Es aber im Laufe des Monats eben halt aber kommen wird, ihr den Mut fassen werdet und durch eben halt Erkenntnisse, die ihr da gewinnt, euch eben halt öffnen könnt, da Vertrauen fasst und da eben halt dann die Kraft, die Stärke eben halt haben werdet, diesen Schritt zu tun, den Schritt auf eure Wunschpartnerin oder Partnerin zu gehen, ja. Also darum nehme ich das so wahr, dass ich da irgendwie so eben halt nicht zusammen irgendwo was sehe, sondern diesen Einklang der Harmonie, diesen Ausgleich von Yin und Yang, von männlich-weiblich, das nehme ich halt hier wahr. Dass ihr hier sozusagen aus dieser Enge womöglich rauskommt und da den Mut fasst, aber nicht aus Frust etc. heraus ein Nein sagt, sondern halt auch aus dem Herzen heraus eben halt schon sagt, nein, das und das möchte ich nicht mehr. Ich kann sozusagen dich wohl verstehen, aber ich werde diesen Kreislauf nicht mehr gehen, so unter dem Motto, ja. Und hier eben halt bei euch, dass wenn sozusagen womöglich dieses Nein kommt, ihr mehr eben halt in diese Herzenergie eben halt hineingeht. Euch überlegt mit dem Baum zum Beispiel, wenn ich das hier sehe, der Turm im Baum, der Baum in Ruten, Ruten im Fuchs und dann wären wir hier wieder bei Fuchs im Herz, ja? Dass es dabei euch Männern darum geht, eben halt so abzuwarten, das langatmig hinzuziehen, warum auch immer, ja, ich sage nur das, was ich jetzt hier wahrnehme, dass euch hier schon auf jeden Fall jetzt hier etwas bewusst wird, womöglich halt auch über das Nein, was da kommen wird, ja, nicht umsonst liegt jetzt hier das Kind bei den Männern und halt auch das Kreuz im Kind auf der Seite der Männer, ja, dass man da eben halt auch ins Nachdenken kommt und in die Bewusstheit kommt, dass man sich von Dingen befreien darf, wo man abwartet und wie gesagt etwas in die Länge zieht. Tja, das ist ja irgendwie ein bisschen ein komisches Blatt, würde ich mal sagen, aber ja, vielleicht ist es gar nicht komisch oder ich nehme es vielleicht jetzt erstmal hier so komisch wahr, weil das ist echt lustig. Ja, vielleicht suche ich auch jetzt gerade eben halt und würde gerne eben halt so eine Möglichkeit, einen Weg finden, wo hier so etwas Gemeinsames liegt. Aber das kann ich jetzt gerade nicht finden. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich es komisch finde. Das ist ja gut möglich, ja. Was ich aber auch noch für euch wahrnehme oder für uns wahrnehme, ist eben halt hier auch der Anker, die Eulen und die Störche. Ja, die Kombination von Eulen und Störche. Die Eulen, wie gesagt, sind auch größere Umbrüche. In Verbindung mit den Störchen der Veränderung sehe ich da also schon größere Umbrüche, die sich dann dadurch ergeben werden. Hier mit dem Anker, das ist ja halt auch so dieses Festhalten an etwas, und das ist wieder halt auch auf der Seite der Männer. Ich bleibe jetzt einfach dabei, weil es auch mein Impuls ist, ja, dass sie halt auch hier an dem Verstand festhalten und noch nicht in diese Herzenergie gehen möchten, was sich aber auf Dauer gar nicht vermeiden lässt, sag ich mal, ja, weil sie von der geistigen Welt, vom Schicksal, wie immer ihr das eben halt auch nennen möchtet, Situationen weiterhin vor die Füße gelegt bekommen, wo sie vom Schicksal eben halt geschubst werden, sich eben halt hier von den Dingen des Langatmigsein befreien dürfen. Und das wird meines Erachtens auch ganz klar
passieren. Weil die mittlere Reihe sagt mir, man wird sich mit diesem Thema des Turmes, der Enge, der Trennung, der Eigenverantwortung, auch vielleicht dem Mantel des Selbstschutzes, wird man sich auseinandersetzen. Man wird sich davon aber auch, den wird man irgendwie ablegen, habe ich auf jeden Fall dieses Gefühl. Denn man kommt dann in Erkenntnisse mit, wenn man sich ja mit Themen auseinandersetzt. Ja, dann können unweigerlich kommen dann da Erkenntnisse, ja. Und ach, guck mal, manchmal gucke ich immer sofort darauf, welche Karten im eigenen Haus liegt. Das ist schon die dritte Karte im eigenen Haus. Ja, der Mond, der legt sich auch noch ins eigene Haus. Also ganz klar, wo es um die Bedürfnisse des jeden Einzelnen geht. Man wird aus dieser Enge herauskommen, ihr womöglich aus diesem, auch aus diesem Schutzmantel. So, jetzt sag ich das endlich. Und auch wenn ich einen Schiss habe ohne Ende, dass ich jetzt da Nein sage, egal was da jetzt passiert. Ich kann und möchte es nicht mehr, in diesen Kreislauf zu gehen. Ich möchte Veränderungen und ich möchte meine Bedürfnisse äußern und ich möchte mich so zeigen, wie ich bin. Ich möchte authentisch sein und werde das eben halt auch aussprechen, was ich gerne aussprechen möchte, was mir schon womöglich lange auf dem Herzen gelegen hat, was mir schon lange Mangel im Herzen verursacht hat, sag ich mal, ja. Und das ist jetzt finde ich es schon gar nicht mehr komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt finde ich das Kartenblatt schon gar nicht mehr komisch, jetzt finde ich es schon sehr stimmig, ja. Ja, jetzt habt ihr euch gefragt, jetzt hat die Tina doch noch nicht gesagt, was ist denn mit dem Bär und was ist mit der Schlange, ja. Nehme ich den Bär als eine männliche Person wahr? Erstmal noch mag ich sagen, das, was unter dem Kreuz liegt, ist das, was halt auch nochmal, das liegt auch hier auf der Seite der Männer, was für eine Herausforderung momentan so dran ist, ja? Und da liegt der Bär mit dem Brief. Da ist nochmal ganz klar zu erkennen, dass die Männer erstmal den Mut fassen dürfen, werden, um sich hier zu melden, um diesen Schritt zu tun. Sie denken an den Schritt, der wird, wie gesagt, sowieso vom Schicksal geschubst. Vom Schicksal ist das so gewollt, dass dieser Schritt getan wird. Aber irgendwie sammeln sie noch Mut, um diese Nachricht zu schreiben. Ja, also für mich ist das wirklich so zu sehen, linke Seite Männer, rechte Seite Damen und jeder hat da so sein eigenes Thema damit und da soll etwas in den Einklang gebracht werden. Das passt ja halt im Übrigen wunderbar halt auch zum Oktober, ne? Wir sind ja jetzt im Zeichen der Waage, ja, und da haben wir es ja, die Waage, ne? Da soll etwas in die Mitte kommen. Und nicht, indem man sich im Herzen belügt, sondern eben halt ehrlich. Ehrlich zu sich ist und ehrlich eben halt auch sagt, das und das möchte ich nicht mehr zum Beispiel. Das sage ich deswegen, weil das hier mit der Fuchsschwanzspitze zu dem Ende eben halt liegt. Und das ist eben halt hier bei euch auf der Seite, ja. Aber ihr dürft da eben halt auch vorgehen, dass, wie gesagt, das, was ihr gelernt habt, darf jetzt angewendet werden. So kommt mir das wirklich halt rüber. So, jetzt bin ich aber trotzdem wieder abgegangen. Ja, ich nehme den nämlich halt als Mut wahr, den Bären, dass die Männer Mut fassen, in die Stärke kommen, um diese Nachricht zu schicken. Wenn ich jetzt da, hätte ich ja die Verbindung dazu. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier liegt noch eine Frau im Buch, wo es eben, ja, das könnte natürlich sein, dass, oder das wird bei vielen bei euch so sein, dass ja eben halt der Partner, der Wunschpartner, vielleicht ja halt auch der Partner, wo es hier noch um eine andere Frau geht, wo man eben halt auch nicht weiß, was da jetzt los ist. Gibt es da ein Ende? Geht es da weiter? Was ist denn da los mit dieser anderen Frau, ja? Da sehe ich im Übrigen halt aber auch noch nicht, dass da irgendwie etwas gelüftet wird. Also, dass man da irgendwas etwas über diese Frau erfahren wird. Das kommt mir hier ehrlich gesagt gar nicht drüber. Was ist denn mit dem Bär?
Den Bär, den nehme ich schon eher wahr als eine männliche Person. Der liegt hier im Wege und die Wege liegen ja nun halt auch hier ganz dicht bei euch Frauen. Also, dass da auch sich mit Trennung auseinandergesetzt wird, das sehe ich jetzt hier noch nicht einmal im Außen, also bei den Frauen, sondern eher so ein innerer Prozess, also so ein inneres Nachdenken, vielleicht eher halt auch so ein Rückzug bei euch Frauen, um sich da erstmal, Entschuldigung, eben halt auch Gedanken darüber zu machen. Wie ist es denn da in meinem Zuhause oder wie ist es denn da mit meinem jetzigen Partner? Da habe ich ja auch noch keine Lösung parat. Und wie kann ich da dieses Thema der Trennung angehen? Ne? Das passt natürlich halt auch noch hier in Bezug auf den Bären. Der Bär, wenn ich dann mal dabei bleibe, der hat das Kreuz und den Anker im Kopf. Und unter sich hat er den Brief. Woran denkt er, dass, also da ist aus seiner Sicht, aus der Sicht des Bären, etwas festgefahren zu Hause, wo er drüber nachdenkt, dass da etwas, ja, wie sage ich das mal, irgendwas nimmt er als wichtig wahr, wovon man sich halt auch lösen muss, was festgefahren ist, wo er denkt, es geht da irgendwie, ja, bei ihm, Entschuldigung, aber ich muss da jetzt gerade mal kurz innehalten. Also er spürt ja halt auch irgendwo, dass er nicht an dich so herankommt. Und er ist jetzt so der Meinung oder hat so dieses, denkt darüber nach, wo ist da auch mein Anteil, dass ich nicht so an sie herankomme? Will ich das überhaupt, dass ich noch so an sie herankomme? Also ich habe auch bei ihm irgendwie so dieses Gefühl von Loslassen, von ich mag nicht mehr in dieser Situation verharren. Sowas habe ich im Gefühl. Und weil er schaut ja. Ja, er schaut ja gar nicht. Er hat das ja hier so schon in seiner Vergangenheitslinie hier so liegen. Also da muss es ja schon eben halt Situationen gegeben haben, die nicht so schön waren, wo halt auch unehrliche Worte gesprochen worden sind, wo halt auch ziemliche Provokationen gewesen sind. Also sehr viel Chaos und viel an hin und her gerissen sein, bleiben oder gehen. Damit hat er sich eben halt auch schon auseinandergesetzt, ja. Und aber er scheint auch noch nicht für sich so die Dinge greifbar zu haben. Er hat aber auch so, irgendwo kommt mir das rüber, so das Gefühl von, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Mehr nehme ich da so erstmal ehrlich gesagt gar nicht so wahr. Er zeigt sich halt auch irgendwo so nicht so greifbar. Bei ihm fließen die Gefühle halt auch nicht so richtig. Möglich, dass da halt auch finanzielle Probleme sind. Das nehme ich halt auch noch mal wahr. Ja. Ich würde gerne an dieser Stelle das Orakel beenden, weil ich denke, mehr ist im Moment hier nicht zu sagen. Es ist sowieso so, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, das ist ein Monatsorakel und ein Kartenblatt kann in einem Monat nicht hineingepresst werden. Ja, also viele Dinge werden sich jetzt noch über diese Zeit hinaus zeigen und entwickeln und
Was ich wirklich so als Haupttenor des Kartenblattes wahrnehme, ist so eine innere Auseinandersetzung, eventuell halt auch jeweils Rückzüge vom anderen, um eben halt sich Klarheit zu verschaffen, sich über Bedürfnisse und Wünsche klar zu werden, um halt auch aus dieser Enge herauszukommen und wie gesagt in diesen Einklang zu kommen, in diese, auch in diese innere Harmonie zu kommen. Männlich, weiblich. Ja, jetzt bin ich gespannt, was die, das Geheimnis des Herzmagneten, was ich da noch für eine Botschaft ziehen werde. Ihr seht, dass es manchmal so ist, dass ich da erst mich selber erstmal einstimmen muss. Ich sage das Wort nicht so gerne. Dass ich mich erstmal einstimme, so, um eben halt in das Kartenblatt auch einzutauchen. Und manchmal sind eben halt auch die Kombinationen von Karten liegen dann so, ja, wo man eben halt mal so ein bisschen braucht und eine Weile braucht, um halt dieses Gespür der Energie wahrzunehmen, ja. Und ich habe es ja dann gehabt, ich habe es ja sogar erst als komisch empfunden, aber dann habe ich es gehabt. Und bin dann doch in den Fluss gekommen. Also so habe ich es zumindest für mich empfunden. Und ich hoffe, dass ich da die Dinge für euch gut rüberbringen konnte. So, jetzt ziehe ich eine Karte aus Das Geheimnis des Herzmagneten. Ich schreibe halt auch in der Infobox nochmal, wo man die bekommen kann und von wem die sind und so weiter und so fort. Das sind zwei Karten. Das ist mir zu viel für dieses Deck. Und ich denke mal, dass ich nicht umsonst dieses Deck gewählt habe, denn wenn ihr mal bedenkt, der Fuchs lag im Herzen, ja, und der Herzmagnet, der sagt, der spricht ja halt auch davon, da gibt es übrigens auch ein Buch von, der Herzmagnet spricht ja halt auch davon, das, was du ausstrahlst, ja, das ziehst du halt ja auch an, ne, wie so ein Magnet, das ist dein Herzmagnet, ne, was du ausstrahlst. Und das passt ja dann jetzt hier wunderbar zu diesem Kartendeck. So, ich lese mal vor. Der innere Raum. Schutz ist auf Dauer sinnlos. Wer Schutz aufbaut, sendet Einladungen aus. Mauern werden von Angreifern eingerissen. Hürden werden von Sportlern übersprungen. Aber Liebe halten sie fern. Statt sich zu schützen oder Wiederholungen abwehren zu wollen, könnten sie in sich und in ihrem Leben Platz machen für das Neue, das kommen will. Ja, das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Ich zeige das nochmal so in die Kamera. Ich lese es auch nochmal vor. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe und das ist hier in kurzen Sätzen nochmal aufgeschrieben, dass der Schutz, das ist der Turm, ja, was habe ich gesagt, die Wiederholungen, der Ring, das Neue möchte kommen, dass der Herr hatte das Kind im Kopf, das Kreuz im Kind, das Neue möchte kommen, das Neue kann aber auch nur kommen, wenn ihr Damen, und da denke ich mal, dass da halt auch nochmal der Fokus drauf liegt, dass der Herr, der wird ja auf euch zukommen, und dass dann das Neue kommen möchte, aber dazu bedarf es wohl ein Nein. Ich lese die Karte nochmal vor. Der innere Raum passt ja halt auch zu dem, was ich gesagt habe, zur mittleren Reihe. Mit dem Turm, ja? Und wenn der Turm hat sich in den Baum gelegt, der Baum ist das Leben. Ja, dieses, das, was ihr alles schon in euch habt, schaut in diesen Turm hinein, in den inneren Raum, schaut in diesen Turm, setzt euch damit auseinander, das waren die Routen, dann kommt Klarheit, da waren die Sterne. Dann wisst ihr, wo eure Bedürfnisse, wo eure Ängste liegen, wo eure Schattenseiten liegen. Ja, ich hätte gar nicht auslegen brauchen. Also ich lese die Karte nochmal vor. Der innere Raum, Schutz ist auf Dauer sinnlos.
Wer Schutz aufbaut, sendet Einladung aus. Doppelpunkt. Mauern werden von Angreifern eingerissen. Hürden werden von Sportlern übersprungen. Aber Liebe halten sie fern. Statt sich zu schützen oder Wiederholung abwehren zu wollen, könnten sie in sich und in ihrem Leben Platz machen für das Neue, das kommen will. Ja, damit möchte ich wirklich mein Video beenden. Ich finde das eine absolut runde Sache und ich möchte euch ja immer gerne in das Bewusstsein bringen und dann zu Erkenntnissen bringen. Und aus dieser Erkenntnis im Halt heraus dürft ihr dann handeln. Und ich mag da gar nicht mehr jetzt zu sagen. Ich denke halt auch, dass ich genug gesagt habe. Okay, ich wünsche euch einen wunderbaren goldenen Oktober. Bei uns scheint die Sonne. So darf es für mich im Oktober weitergehen. Das ist ja ein wunderbares Farbenspiel. Ich sehe das sehr, sehr gerne. Und ja, macht auch das Beste daraus, was kommen mag. Eure Tina. Bis dann. Tschüss.